Ah! Ja. Ah. Well, fuck. Heute ist ein sehr guter durchschnittlicher Tag mit sehr, sehr vielen kleinen To-Dos, was aber. Ich hätte keine Nüsse essen sollen. Was mal ein geiles Beispiel ist für so einen typischen Vordreh. Bürotag. Noch dazu bin ich komplett allein. Es ist wirklich niemand anders heute im Büro. Alle anderen sind entweder im Urlaub oder im Homeoffice oder in der Schule. Das heißt, sehr viele kleine Aufgaben bleiben heute an mir hängen, denn es ist Mittwoch und am Samstag und Sonntag drehen wir die nächsten Musikvideos für Venues. Und es gibt noch einiges zu besprechen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir am Wochenende die neuen Venues Musikvideos drehen, kommt am Freitag auch noch das aktuelle Venues Musikvideo raus. Das heißt, ich sitze jetzt erstmal im Schnitt und mache so die letzten Feinheiten. Witzig, mein Screen ist gerade meine einzige Lichtquelle und mit einem schönen weißen Hintergrund funktioniert's. Ich mache jetzt gerade noch die letzten Feinheiten. Es gibt noch irgendwie ein, zwei Grafiksachen, wo Ben einen richtig geilen Job geleistet hat. Props an Ben. Außerdem hat mir die Band noch ein paar Soundfiles geschickt. Es gibt zwei so kleine Spielszenen und da mussten wir ein bisschen Sounddesign noch machen und interessiert keinen. Ich erzähle es trotzdem. Ich mache das jetzt noch schnell fertig, dann wird das rausgerendert und Freitag, ich weiß nicht wie viel Uhr, ist dann Release vom, ich weiß nicht mal mehr, welches das albernste Video ist, aber es ist schon extrem weird wieder. Bescheuerte Geschichten schreiben ist die eine Sache, aber die Umsetzung. Steht oft aus so krass vielen kleinen Einzelteilen, dass ich jetzt gerade versuche, einfach jede Aufgabe, die ich irgendwie abgeben kann, auch wirklich abzugeben. Oh shit. Oh. Oh, das fühlt sich auch richtig eklig an. Und es stinkt wie Sau. Oh, fuck. Okay, ich frage mich gerade, ob das Original einfach... Oh, fuck. Oh, wie das stinkt. Das ist ja krass. Oh. Oh, fuck. Oh. Okay, kein Scheiß. Das Zeug stinkt so bestialisch. Oh, fuck, mir kam es gerade wirklich fast hoch. Keine Ahnung, warum die mich nicht in der Kirche drehen lassen wollten. Hm. Boah, die sehen zugegeben überraschend gut aus. Beim ersten Venues Musikvideo hatten wir auch ein paar Finger und die waren richtig, richtig kacke. Ja, und dann noch so eine extrem überzeugende Palette an Organen. Das sieht wirklich richtig scheiße aus. Deswegen habe ich auch ein bisschen zu viel bestellt. Das geht direkt und ohne Umschweife wieder zurück. Mal einen Telefonmarathon starten. Ich habe über Instagram einen Aufruf gemacht gehabt, ob sich irgendjemand findet für Making-of-Aufnahmen am Wochenende bei dem Dreh. Falls ihr mir also nicht auf Instagram folgt, macht das mal. Die Kollegen rufe ich jetzt an. Dann muss ich noch mit der Ausstattung telefonieren und mit der Maske und mit einer hoffentlichen Hilfe im Beleuchtungsbereich.
Hallo Mirko, der Marius hier. Moin, moin. Hi, grüß dich, Marius. Kein Scheiß. Ich bin die ganze Zeit am Telefonieren. Das klingt nicht dramatisch. Aber ich hasse Telefonieren. Es ist auch wirklich nicht dramatisch. Ich finde Telefonieren wirklich doof. Und den ganzen Tag das zu machen, ist irgendwie einfach nicht mein Style. So, ich habe noch mehr Telefonate natürlich offen stehen. Aber langsam. Langsam wird's besser. Also weniger, was ansteht. Ey, ich habe tatsächlich endlich mal jemanden im Büro, der mir ein bisschen Gesellschaft leistet. Hallo. Die Lisa. Wie geht's dir, Lisa? Mir geht's gut. Heute ist es sehr warm, aber ich war jetzt hier, um schon mal zu bequatschen, wie das Musikvideo am Wochenende gedreht wird. Und es ist sehr vielversprechend. Ich habe echt viel gelacht und freue mich auf den Dreh. Von daher, es könnte nicht besser sein. Nice. Wie ist Schule? Ja. Okay. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen besprochen, wie wir die Sachen Pi mal Daumen drehen. Ist noch nicht ganz final, ich muss auch ein paar Sachen auf jeden Fall machen. Aber dadurch, dass Joscha nicht dabei ist, bin ich diesmal wieder in der alten Doppelrolle von DP und Regie und Worst Case auch noch irgendwie Oberbeleuchter und Aufnahmeleitung. Und ich bin froh, dass Lisa vieles mittlerweile kennt und unterstützend dabei ist. Sehr nice. Ich hab Bock drauf. Ich auch. Ich glaube, das wird sehr witzig. Hast du noch irgendwie einen passenden Hashtag irgendwie dazu? Boah, was hast du denn heute gemacht? Achso, zu dem Hashtag. Den ganzen Tag telefoniert. Oh, Slow-Mo Action hatten wir schon mal, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Wieso was? Sonst würde ich sagen, Hashtag Slow-Mo Action. Wieso? Wie kommst du da drauf? Ja, seid gespannt, Leute. Ja, alles klar. Mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt eine gute Blog-Verabschiedung. Danke, dass du da warst. Gut, tschüss. Wir sehen uns dann irgendwann. Ja, jetzt. Ohne Rucksack aus dem Zimmer. Sehr natürlich, sehr natürlich. Hallo. Hallöchen, Vanessa. Na? Es ist mal wieder eine ganz andere Arbeitsweise, die ich früher irgendwie dauerhaft gefahren habe und zugegeben, nicht mehr so richtig vermisse. Ich finde es schon schön, dass ich in der Position bin, mittlerweile eigentlich wirklich mich um Kamerathemen zu kümmern und das Department da einfach zu betreuen, sag ich mal. Dieses All-in-One-Ding, für viele ist das was, für mich war das früher auch was, inzwischen, ja, ab und zu ist okay. Es ist auf jeden Fall jetzt gerade dieser schöne Teil, wo alle Stränge ineinander greifen, wo die letzten Aufgaben irgendwie durchgesprochen und abgegeben und verteilt werden. Und ich glaube wirklich daran, dass wir einen sehr, sehr coolen Abschluss schaffen werden von dieser seltsamen Musikvideoreihe. Trotzdem habe ich die nächsten 2 Tage noch ordentlich was zu tun. Aber jetzt muss ich erstmal Feierabend machen, weil ich habe ultra Hunger und ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich habe heute so derbe viel telefoniert und E-Mails geschrieben, dass ich jetzt einfach nur Feierabend machen will. Ich bin ja immer sehr interessiert daran, wer die Zuschauer vor dem Kanal so sind. Seid ihr Leute, die alles machen, die irgendwie ganze Produktion anbieten? Oder seid ihr Leute, die vielleicht gar nichts mit Filmen zu tun haben und irgendwie sagen, ich bin festangestellter Bankkaufmannsingenieur? Oder vielleicht Tonleute, Cutter, was weiß ich nicht was. Ich würde wirklich gerne wissen, wie euer Alltag so aussieht und was so die Mehrheit ist. Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen wieder mit weiteren Pre-Production-Themen. Bis dahin, ciao.